Hallo Tom, liebe Grüße nach Österreich, hier aus Brandenburg, aus Deutschland, von mir. Vielen Dank für deine Anfrage zum Helikopter, zum Blade 550X Pro hier, der hier vor mir steht. Was ich dort gemacht habe, geändert habe, speziell war die Anfrage mit dem Landegestell. Das Originallandegestell ist das hier, was natürlich nicht so hübsch ist. Und ich habe ja das Landegestell von der Forsa drunter gebaut, von dem 700er Helikopter, was natürlich viel, viel besser ausschaut und auch nicht ganz so schwabbelig ist. Es ist gar nicht so schlimm, so aufwendig, das zu tun. Es geht auch mit anderen Landegestellen, komme ich gleich zu. Nebenbei, für alle, die Interesse an dem Helikopter haben oder an Verbesserungen, die ich hier so gemacht habe, erkläre ich dir auch noch mal ganz kurz, was ich hier so modifiziert habe. Er ist ja neu und noch ist er käuflich zu erwerben. Wir werden sehen. So, dann nehme ich mal die Haube ab und dann komme ich auch näher mit der Kamera ran. So, da ist er. Und dann nehmen wir die Haube ab. An der Haube habe ich hier einen Kantenschutz dran gemacht. Im Original schwabbelt sie ja auch hin und her, wenn man die raufsetzt. Hier unten ist Kantenschutz dran, an den Seiten. Und dann habe ich hier noch von einem X-Extreme 700 noch Distanzhalter. Die machen sich auch sehr gut. Die Carbonplatte hier für die Lipoaufnahme, ich habe es einfach verlängert, weil das stimmte mit dem Schwerpunkt vorne und hinten nicht. Lipo muss hier so weit raus, ist ein 5000er drin. Und der muss bis hier vorne hin, damit der Schwerpunkt stimmt. So, und die Platte geht ja nur bis hier vorne. Das gefiel mir nicht, dass der hier so ein Stück rausguckte. Kommen wir zum Landegestell. Also hier dieses Fieseler Storch-Landegestell, das gefiel mir gleich von Anfang an nicht. Das habe ich gleich beiseite gelegt. Hier ist das von der Forsa. Ich komme mal hier kurz rum zur Kamera. Ich habe es hinten mit Distanzstücke einfach angehoben und hier drunter einfach von der Forsa neue Löcher gebohrt. Oh, ich muss es so halten, sorry. Hier und hier. Und was man natürlich auch noch braucht, sind, ich habe jetzt hier von der Leine welche genommen, die Rohre. Von der Forsa sehen die so aus. Diese beiden Halterungen kann man ganz einfach absägen, schön vernünftig, vorsichtig. Hier die beiden neuen Löcher gebohrt. In diesem Abstand natürlich das Rohr von Align oder was weiß ich, wenn durch. Und das war's dann. Von Align ist es etwas zu groß. Das geht hier, so sieht man das, geht es hier so ein bisschen weit auseinander. Die Rohre von Oblique, vom Mikado, vom Logo, die sind etwas dünner. Die passen hier problemlos durch. Und natürlich passt hier auch durch, problemlos, sind auch dünner von dem Propofor natürlich, logisch. So, was habe ich noch gemacht? Gut, professionelle Kabelverlegung, das versteht sich von selbst. Ich zeige es nochmal in die Kamera, dass das hier vernünftig verlegt wurde. Dann habe ich noch einen Elko mit dazu genommen für die Rückströme. Der Servus Graupner hat da ja Probleme. Was heißt Probleme? Die Graupner Servos haben starke Rückströme. Graupner selbst schreibt es ja auch vor oder empfiehlt es, einen Elko mit einzulöten. Mache ich prinzipiell einfach immer. Ja, die Carbon-Heckblätter hier von X-Blade, habe ich noch genommen, weil die originalen Schwarzen, die mitgeliefert wurden, die habe ich einfach nicht gewuchtet bekommen. Da war nichts zu machen. Deswegen sind die drauf. Ein 13er Motorritzel ist drauf. 14er liefere ich mit. Falls jemand Low RPM haben möchte und lange Flugzeiten. Ich selbst fliege immer nur 5 Minuten. Nach 5 Minuten komme ich wieder runter, weil dann einfach meine Konzentration nachlässt. Das ist das eine. Und das zweite, meine Lipos danken es mir nach 5 Minuten. Dann haben die noch pro Zelle 3,8 Volt, mindestens 3,85 meistens. Und dann ist es schon der Lagerzustand. Und ich lutsche die armen Lipos, lutsche ich nicht komplett bis unten runter, dass sie warm werden. Und die werden dann einfach zu stark belastet. Und
Mein Kopf macht es auch nicht länger als 5 Minuten mit. Nach 5, 6 Minuten mache ich nur Blödsinn da oben. Geht nicht. Ich bin ja auch schon was älter, nicht? Ja, dass hier alles noch gewuchtet ist, sollte auch klar sein. Alles vernünftig verbaut, verklebt. Ein wunderschöner Heli. Er ist auch sehr leise. Er ist ein bisschen verkannt. Weiß nicht, warum das kein Verkaufsschlager geworden ist. Ich muss aber auch dazu sagen, er ist out of the box nicht so toll. Man muss schon ein bisschen was dran tun an diesem Helikopter. Aber wenn man erstmal dran rumgeschraubt hat, ein bisschen liebevoll und weiß, was man da schraubt, dann ist es wirklich ein wundervoller Helikopter. Okay, ich hoffe, ich muss mich noch mal ins Bild rücken hier. So, da bin ich wieder. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Und ansonsten schreib mich einfach nochmal an. Falls du irgendwelche Fragen hast, dann wünsche ich dir in Österreich einen schönen Tag und immer gute Flüge. Tschüss.